Gastgeber, die Spieler des SSV Ulm 1846. Den FC Augsburg. Last but not least, als Fünfter der Gruppe A, der FC Bayern München. In der Gruppe B, VfB Stuttgart. Unsere Nachbarn vom TSV Neuhöll. TSV 1860 München. Red Bull Leipzig. Den FC Luzern bitten wir noch zu entschuldigen, da sie noch auf der Anreise sind. Ebenfalls begrüßen möchte ich unsere beiden Schiedsrichter, Tobias Keck und Hannes Ramic. Herzlichen Dank. Bitte der Hausmeister zur Turnierleitung. Bitte für die nächste Partie bereithalten der VfB Stuttgart und der TSV Neu-Ulm. Und schon fällt das. 60. Rubel in dieses Monat in Auschwitz.
Gastgeber SSV Ulm 1846 gegen den FC Bayern München. Der FC Bayern München spielt mit folgender Aufstellung. Mit der Nummer 1 Benedico Vigano, Nummer 2 David Schmid, die 3 Dennis Heimel, die 5 Lea.
von dem Schiedsrichter Fabian Vögele. Den neunten Platz belegt unsere Freunde aus Neu-Ulm.
aus dem bayerischen TSV Neuhof. Den 8. Platz, die Stuttgarter Kickers. Gratulation. Die Stuttgarter Kickers bedanken sich für die Einladung und gratulieren den Turniersieg und wünschen allen eine gute Einreise. Der 7. Platz belegt die Rasenballsport Leipzig. Mal was ganz Neues für uns in der Gegend. Vielen Dank für eure Kommen. Plus 1 noch, und das tut uns leid, war jetzt der einzige Unfall heute. Ein Spieler von eigentlich ist zu Rand aus. Ist gerade beim Rollen. Ja, genau. Ist schon wieder da. Und der kann mit euch auf jeden Fall einfach. Und wünsche mal jetzt alles Gute und eine gute Besserung. Ja? Den 6. Platz belegt der FC Luzern aus der Schweiz, mit dem wir ja schon seit Jahren mehr als gute Verbindungen haben. Vielen Dank, weil ihr kommt. Der gibt auch und der danach Luzern. So, den 5. Platz belegt der FC Bayern München. Sie sind ja gewohnt, alles zu gewinnen. Heute hat es nicht geklappt. Der FC Bayern München bedankt sich für die Einladung und gratuliert dem Turniersieger. Dazu wollen wir noch was sagen. Wir wollen unseren Co-Trainer Ben Diehl verabschieden. Es war eine schöne Zeit von dir. Komm kurz bitte noch mit nach vorne. Wir haben ein Trikot von dir. Ja, das war ganz stark. Auch von uns alles Gute. So, der Vormittag belegt der SS Ulm 1846 Fußball zu den Hauptmusikern. So, den 3. Platz belegt der TSV 1860 Bünden. Da heißt es immer, die Löwen weiß nicht mehr, aber heute haben sie gewissen. Das war eine ganz große Leistung. Wir haben den Torspieler vom FC Augsburg, den Fabian Master, gewählt. Zum besten Torhüter des Turniers. So, der beste Spieler des Turniers wurde gewählt von den Trainern, die Nummer 3, Erik Ullmann, Rasenballsport Leipzig. Ja.
So, jetzt kommen wir zu unseren Finalisten. Den zweiten Platz nach einer ganz großen Leistung gegen den VfB Stuttgart, der FC Augsburg. Wir haben hier Holger Winkler, der Trainer der U10 vom VfB Stuttgart. Wie sind denn Ihre Gefühle momentan? Ich freue mich sehr. Natürlich, klar, nach dem Turniersieg. Es war ja zum Schluss sehr knapp. Und ich freue mich sehr für die Jungs, weil über das Turnier hin, denke ich, ist es schon in Ordnung, dass die Mannschaft das Turnier gewonnen hat. Als Sie hier angereist sind, gab es irgendwie Pläne oder haben Sie gesagt, Jungs, wie weit wollen wir kommen? Wie haben Sie eigentlich so damit gerechnet? Ja, also es war so, also neben den Plänen, wie wir spielen wollen und dass wir natürlich auch das freudvoll spielen wollen und Spaß haben wollen, machen wir immer so einen Plan, was könnte man hier Ziele, was könnte man für ein Ziel haben sportlich. Und es sieht so aus, dass wir dieses Jahr bei jedem Bundesliga-Turnier oder in dem überwiegend Bundesliga-Mannschaften gespielt haben. Sind wir immer nur die besten vier gekommen. Das ist schon fantastisch. Wir haben gesagt, das wollen wir jetzt in unserem letzten Hallenturnier diese Saison auch schaffen. Das war der Plan, also unter die besten vier zu kommen. Für den SSV um 46 Fußball war jetzt dieses Turnier das erste größere Turnier, wo so ausgetragen wurde. Ja. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt für das erste Mal? Wie würden Sie dieses Turnier resümieren? Ich persönlich denke, dass es gelungene Veranstaltung war, und zwar zum einen natürlich wunderbare Halle. Also die Halle bietet einfach alles, und organisatorisch war es wirklich wunderbar und war es top. Auch das Essen, das ist ja oft die Verpflegung gehört halt auch dazu, und die war hier wirklich fantastisch. Und ich muss ehrlich sagen, wir kommen ja aus Stuttgart, und Stuttgart und Ulm, da ist mehr eine schwäbische Rivalität, aber alle waren sehr freundlich und sehr nett zu uns, muss man wirklich sagen. Also war toll, ja. Das heißt, man könnte auch im nächsten Jahr wieder mit dem VfB Stuttgart in Ulm rechnen. Das hoffe ich doch, dass das gelingt, ja. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar, Herr Winkler, wünsche ich Ihnen noch eine gute Heimfahrt. Ja. Machen Sie es gut und Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. So, wir haben hier Kai Kretschmer, der Trainer des SSV 46 Fußball U10. Das Turnier ist vorüber. Ja. Wie ist denn Ihr Resümee? Wir haben leider heute nicht ganz das Leistungsvermögen oder das abrufen können, was wir sonst spielen können. Leider hätte mir gewünscht, dass wir gerade hier im eigenen Turnier dann nochmal eine Best- oder Höchstleistung zeigen. Aber leider war es so, dass wir jetzt die letzten Turniere stärker gespielt haben als heute. Und ich sage mal, von meiner Seite war es vielleicht eine kleine Erklärung, dass wir heute mit zwei Spieler gar nicht dabei hatten, die Grippe erkrankt waren, und zwei, drei Spieler hatten wir es deutlich angemerkt, dass sie einfach nicht Vollgas geben konnten. Das muss man so nehmen, wie es ist,
Und trotzdem Gratulation natürlich an den Turniersieger. VfB Stuttgart hat schon die ganze Hallensaison eine brutal starke Truppe und brutal starke Leistungen abgerufen und auch hier heute wieder gezeigt. Und die 60er und die Augsburger sind uns in der Hallenrunde jetzt auch gut bekannt gewesen. Spielen wir ja dauernd gegen die, haben wir die letzten Turniere ein bisschen besser ausgesehen, heute leider dann auch knappe Niederlagen. Das heißt, die spielerische Qualität war praktisch heute, kann man sagen, ein sehr gutes Niveau, oder? Es war ein sehr hohes Niveau, vor allem, sage ich jetzt mal, vielleicht die ersten 5 Mannschaften, Bayern auch noch dazu, dann ist vielleicht ein bisschen ein kleiner Step drin, so von der, aber die ersten 5 Mannschaften und allen voran natürlich der VfB, die sind schon richtig stark. Der erste Fritz und Mazio Junioren Cup oder Jungspatzen Cup, nennen wir es so, hier beim SSV um 46 Fußball. Hat es aus Ihrer Sicht eine gute Zukunft? Ich hoffe, dass es eine Zukunft hat. Also uns hat es allen wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich denke, allen, die sich mit dran beteiligt haben, alle, die mitgeholfen haben, hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben ja eine lange Vorbereitungszeit gehabt auf das Turnier und haben dann gestern auch viel gearbeitet, haben eine tolle Atmosphäre und eine tolle Location hier gehabt. Ich glaube, es hat allen wahnsinnig Spaß gemacht. Alles klar, dann bedanke ich mich und wünsche eine schöne Zeit. Danke. Ja, super. Dankeschön. Super. Klasse.